Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 10, die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zum Glücksspielstaatsvertrag. Berichterstatter ist der Kollege Alexander Bauer, dem ich für die Berichterstattung das Wort erteile. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Beschlussempfehlung aus dem Innenausschuss. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Dafür waren CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, gegen die Stimmen von SPD, AfD, bei Enthaltung der Freien Demokraten und die Fraktion DIE LINKE. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Bauer, für die Berichterstattung. Ich darf Ihnen dann auch gleich das Wort erteilen für Ihren Redebeitrag. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verhehle nicht, dass der Staatsvertrag natürlich die eine oder andere Schwäche hat. Wir halten ihn aber trotzdem für einen großen Wurf, denn es ist gelungen, sich trotz doch sehr weit auseinanderliegender Haltungen auf einen Glücksspielstaatsvertrag zu einigen. Und deshalb sage ich ganz bewusst, selbstbewusst auch für die CDU-Fraktion hier in diesem Landtag, der neue Glücksspielstaatsvertrag ist deutlich besser, als keine Regelung zu haben, meine Damen und Herren. Denn erstens, der Entwurf des Staatsvertrages enthält, wie bereits für die Sportwetten, ein Erlaubnisverfahren für virtuelle Automatenspiele und Online-Poker. Zweitens, die sogenannten Online-Casino-Spiele können Länder entweder über eine staatliche Monopolregelung vorsehen oder die Erlaubnis entsprechend dem jeweiligen Spielbankenrecht des Landes vergeben. Das Angebot dieser Spielformen soll aber zahlenmäßig begrenzt bleiben. Drittens. Online-Glücksspiel ist bekanntlich ständig verfügbar und dadurch besonders suchtgefährdend. Und deshalb wird das parallele Spielen bei mehreren Online-Angeboten letztlich auch verboten. Des Weiteren wird ein spielform- und anbietergreifendes Einzahlungslimit von 1.000 € im Monat eingeführt. Für virtuelle Automatenspiele, Online-Poker und Online-Casino-Spiele soll ein Werbeverbot im Fernsehen, Radio und Internet zwischen 6 und 21 Uhr gelten. Und viertens. Der Spielerschutz wird durch eine anbieter- und spielformübergreifende Sperrdatei gestärkt. Glücksspielsüchtige können sich mit dieser Datei selbst sperren lassen, aber auch Angehörige können eine Sperrung anregen. Bisher war das nur für den Bereich der Spielbanken und Sportwetten sowie einzelner Lotterien möglich. Mit dem neuen Staatsvertrag wird die Sperrdatei letztlich auf fast alle Glücksspielarten ausgeweitet. Und fünftens. Eine zentrale Aufsichtsbehörde bündelt die technische und juristische Expertise. Die neue gemeinsame Glücksspielbehörde soll für ganz Deutschland insbesondere den Glücksspielmarkt im Internet effektiv überwachen und die entsprechenden Erlaubnisse für das Online-Glücksspiel auch erteilen. Diese Aufsichtsbehörde soll in Sachsen-Anhalt ihren Sitz haben. Meine Damen und Herren, das sind alles wichtige Regelungen, wie wir sie in Hessen teilweise schon seit vielen Jahren fordern. Und deshalb finden wir diesen Glücksspielstaatsvertrag auch einen weiteren wichtigen Schritt zur Regulierung dieses Marktes, aber auch zu einer Verbesserung des Spielerschutzes. Denn, meine Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, das Glücksspiel im Internet findet doch tagtäglich statt, allerdings bislang ohne staatliche Kontrolle der im Ausland sitzenden Anbieter und ohne jeglichen Spielerschutz und ohne staatliche Einnahmen, mit denen z. B. auch Suchthilfe und der Breitensport unterstützt werden könnte. Und deshalb sieht der Staatsvertrag es vor, das Online-Glücksspiel weitestgehend zu legalisieren. Denn schon jetzt toben sich zahlreiche Anbieter im Netz aus, und bislang arbeiten sie jedoch mit Lizenzen aus dem Ausland. Das ist zwar eigentlich nicht erlaubt, aber wurde bisher praktisch nicht kontrolliert und daher geduldet. Und jetzt wird es erstmalig reguliert, und das ist ein wichtiger, richtiger Schritt, meine Damen und Herren. Und deshalb können wir diesem Glücksspielstaatsvertrag auch unsere Zustimmung erteilen. Meine Damen und Herren, er bringt eine durchaus grundlegende Reform, eine endlich überfällige grundlegende Reform des Glücksspielrechts, wie wir sie in Hessen auch durch Ihren Minister Peter Beuth schon viele Jahre fordern. Und deshalb darf ich feststellen, dass dieser Vertrag dazu beitragen wird, dass der Spieler- und Jugendschutz gestärkt wird und die Ausbreitung von unerlaubtem Glücksspiel in Schwarzmärkten eingedämmt wird.
Und das können wir voller Überzeugung schon heute sagen, denn es finden sich durchaus die wesentlichen hessischen Forderungen allesamt in diesem Staatsvertrag wieder. Das ist ein durchaus erfolgreiches Verhandeln auch des Bundeslandes Hessens und die Bestätigung für das beharrliche Werben dieser Landesregierung für eine am Spielerschutz orientierte Regelung. Und deshalb sage ich an dieser Stelle, wir stimmen diesem Vertragswerk zu, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Bauer. Nächster Redner ist der Abg. Günther Rudolph für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am 12. März letzten Jahres hat sich die Ministerpräsidentenkonferenz auf den nun vorliegenden Entwurf eines Glücksspielstaatsvertrages geeinigt. Am 2. November hat der Ministerpräsident diesen Staatsvertrag unterschrieben, dann dem Parlament zugeleitet. Ich sage das deswegen zu Beginn, meine Damen und Herren, weil das schon ein erheblicher Zeitraum ist. Wir haben dann im Innenausschuss eine schriftliche Anhörung dazu durchgeführt. Und Herr Kollege Bauer, ob es jetzt der große Wurf ist, dieser Glücksspielstaatsvertrag, oder die Kapitulation vor der Wirklichkeit, das, glaube ich, muss man schon einmal an der Stelle gründlich analysieren. Und Sie werden es merken, und damit ich es nicht vergesse, wir beantragen auch gleich die dritte Lesung, damit wir uns mit dem Thema noch ein bisschen auseinandersetzen können an der Stelle. Und von daher, großer Wurf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, entgegen auch das, was Kollege Frömmrich, wir haben das Thema ja durchaus öfters im Landtag gehabt, bisher ist noch jeder Glücksspielstaatsvertrag europarechtskonform gewesen, obwohl Sie immer wieder das Gegenteil behauptet haben. FDP lasse ich außen vor, weil die wollen ja freies Spiel der Kräfte an der Stelle. Da unterscheiden wir uns schon erheblich. Der Kollege Rentsch, ehemalige Kollege Rentsch, kennt sich ja bestens aus bei dem Thema. Commerzbank Arena und so gab es Informationsveranstaltungen, dass meine Damen und Herren, glaube ich schon, muss man immer wieder deutlich machen. Ja, wir haben einen Graubereich, in dem sich auch Anbieter tummeln und was normalerweise nicht zulässig ist. Wir haben einen illegalen Markt. Und jetzt stellt sich durchaus die berechtigte Frage, können wir diesen illegalen Markt kanalisieren? Können wir das in rechtlich verbindliche Regelungen treffen? Und werden diese rechtlich getroffenen Regelungen dann auch tatsächlich eingehalten und überprüft? Das ist die zentrale Frage, um die es bei diesem Glücksspielstaatsvertrag geht. Weil bisher konnten sich Anbieter aus den Steueroasen Malta und Gibraltar tummeln. Und auch der Innenminister hat dem Zarten tatenlos zugesehen. Wenn Sie mal durch die Innenstädte von Wiesbaden und Frankfurt, es waren viele dunkle Geschäfte, in denen man auf alles und jedes wetten konnte. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jahrelang als Staat, und da nehme ich gleich hinzu, da haben sich alle Bundesländer nicht mit Ruhm bekleckert, einen Zustand hingenommen, in dem illegales privates Wettspiel erlaubbar, ein eigentlich untragbarer Zustand, der muss in der Tat verändert werden und muss beendet werden. Und jetzt haben sich die Damen und Herren Ministerpräsidenten dann auf diesen vorliegenden Entwurf geeinigt. Was gibt es Positives an diesem Gesetzentwurf, an dem Staatsvertrag? Es gehört dazu, dass eine Anstalt errichtet werden soll, eine gemeinsame Aufsichtsbehörde der Bundesländer, was schon länger in der Diskussion ist. Wir haben ja bisher dieses merkwürdige Konstrukt irgendwie aus dem Mittelalter, dass es ein Glücksspielkollegium gibt, wo sich 16 höhere Beamtinnen und Beamte treffen und darüber reden. Also es ist wirklich ein Anachronismus des Jahres 2021. Dass das reformbedürftig ist, ist, glaube ich, unstrittig. Und diese Bundesanstalt soll die Kontrollen und die Aufsichtsbehörde wahrnehmen. Das ist vom Grundsatz her zu begrüßen. Es hat lang genug gedauert. Meine Damen und Herren, der Glücksspielstaatsvertrag soll am 1.7.2021 in Kraft treten. Diese Behörde soll ihre Tätigkeit am 01.01.2023 aufnehmen. Finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Also, dass bisher illegale Online-Angebote können dann genutzt werden und die Aufsichtsbehörde wird anderthalb Jahre später instrumentalisiert. Ich glaube, das ist schon ein arger Webfehler in diesem Staatsvertrag. Und Herr Innenminister, Sie können sicherlich darlegen, wie die Kontrolle an der Stelle funktioniert. Kleine Randbemerkung, kleine Petitesse.
Vorgesehen ist nach dem Agreement der Ministerpräsidenten, das Land Sachsen-Anhalt soll diese Bundesanstalt, diese Aufsichtsbehörde dann führen. Nun hat man aus Sachsen-Anhalt die eine oder andere Erfahrung, und es ist auch hier wieder so, es ist noch gar nicht sicher, ob Sachsen-Anhalt diesem Staatsvertrag zustimmen wird. Das finde ich dann auch bemerkenswert, zumindest ist das der Sachstand jetzt, und nach dem Theater- und dem Rundfunkstaatsvertrag, glaube ich, kann man Sachsen-Anhalt auch vieles zutrauen. Aber wer wird so kleinlich sein und das dann weiter kritisieren wollen? Ich wollte es zumindest mal erwähnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wichtig ist auch, dass wir uns dem Bereich der Spielsucht widmen. Und ich will mal sagen, das hat bei den schriftlichen Anhörungsunterlagen eine zentrale Rolle gespielt. Und nach schon auch Unterlagen, die durchaus seriös werden, die durch die Glücksspielsucht bedingten Folgen und die sozialen Kosten, die sich daraus ergeben können, können nach einer gesundheitsökologischen Analyse auf über 6,6 Milliarden Euro beziffert werden. Ich rede, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, von gesamtgesellschaftlichen Folgen. Eine Spielsucht ist ebenso problematisch wie eine Drogen- oder Alkoholsucht. Nur die Kosten muss dann die Allgemeinheit an der Stelle tragen. Und deswegen ist ein umfassender Spieler- und Jugendschutz notwendig und zwingend. Und deswegen, meine Damen und Herren, ist es zwar einerseits richtig, dass man eine Begrenzung des Limits für Online-Spiele auf 1.000 Euro macht, aber auch 1.000 Euro können verdammt viel Geld sein, wenn ich beispielsweise nur über monatliche Nettoeinkommen von 1.500 Euro verfüge. Und deswegen ist diese Grenze nach unserer Auffassung deutlich zu hoch, um das mal ganz klar zu sagen. Das wird übrigens in den schriftlichen Stellungnahmen der Suchtberater ganz deutlich, weil die haben ja die Fälle. Und Online-Spielen verführt natürlich auch, weil etwa zu dem klassischen Casino-Besuch eben nicht die persönliche Kontrolle da ist. Und deswegen ist der Bereich auch so unheimlich problematisch. Und ein Ergebnis der schriftlichen Anhörungsunterlagen war auch, dass wir auf jeden Fall eine wissenschaftliche Begleitung und Überprüfung der vorgesehenen Maßnahmen drängen müssen. Das ist nämlich ein zentraler Punkt. Wirken die Mechanismen des Schutzes in dem Glücksspielstaatsvertrag oder trägt das alles nichts? Dazu fehlen übrigens auch die entsprechenden Erläuterungen im Glücksspielstaatsvertrag. Ein weiterer kritischer Punkt, die Werbung, müsste etwa für den Zeitraum von 21 bis 6 Uhr eingeschränkt werden. Das ist jetzt bis 22 Uhr möglich. Auch das ist ein Punkt. Wir erleben es ja zurzeit, wenn dann teilweise Werbung gemacht wird und ganz klein gesagt wird, oder man kann es ja kaum lesen. Dies gilt aber nur für Bewohner in Schleswig-Holstein. Das wird übrigens auch nicht kontrolliert, um das mal deutlich zu machen. Also auch so ein Anachronismus, weil der Küstenstaat da oben meint, er müsste eine Sonderregelung machen. Und Hessen hatte ja auch gedroht, wenn keine Einigung der Bundesländer kommt, machen wir auch was Eigenes. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Thema ist viel zu ernst, als dass wir die Kleinstaaterei an der Stelle gebrauchen können. Und deswegen ist das ein wichtiger Punkt. Und wir hätten gern zu all den kritischen Anmerkungen aus der schriftlichen Anhörung eine mündliche Anhörung durchgeführt. Das ist normalerweise üblich, insbesondere bei sehr relevanten Gesetzentwürfen und Staatsverträgen. Wir haben eben das Tierseuchen-Sowieso-Gesetz nach zweiter Lesung ohne Aussprache beschlossen. Das heißt, der Landtag ist auch in der Lage zu gewichten. Aber bei einem so zentralen Thema, meine sehr verehrten Damen und Herren, uns eine mündliche Anhörung, und wir hätten uns auf einen Anhörungstermin im Februar verständigt, dann hätte im März der Landtag entscheiden können, wurde in der bekannten Kaltschnäuzigkeit von Schwarz und Grün abgelehnt. Ich finde, das ist ein Schlag des Parlamentarismus, und das gehört sich einfach nicht. Das gehört sich einfach nicht. Weil ich habe die Daten genannt, im März 2020 beschließen die Ministerpräsidenten einen Staatsvertrag. Im November wird er dem Plenum vorgelegt. Und dann kommen gerade auch die Grünen und sagen, wir haben einen erheblichen Zeitdruck. Nein, bei einem so zentralen, wichtigen gesellschaftspolitischen Thema muss man auch die Gelegenheit haben, mit Expertinnen und Experten in eine mündliche Anhörung zu gehen. Und so kann man mit Parlamentsrechten nicht umgehen. Dass Sie es permanent trotzdem machen, ist ein Beispiel. Ihnen geht es offensichtlich nicht um die Sache. Im Übrigen empfehle ich dann auch, dass vielleicht die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die 16, zukünftig Staatsverträge auch gleich mitbeschließen können, ohne Parlamentsbeteiligung, weil das ist dann noch einfacher, dann sparen Sie sich sogar die schriftliche Anhörung. An der Stelle, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man Parlamente so ernst nimmt, wie Sie sie offensichtlich tun. Ich will aber noch einen weiteren Punkt ansprechen. Mit Interesse habe ich ja zur Kenntnis genommen, dass man, wenn dieser Staatsvertrag verabschiedet ist, auch überlegt, eine Glücksspielsteuer einzuführen. Und mit Interesse habe ich auch zur Kenntnis genommen, es gibt einen Gesetzentwurf mehrerer Bundesländer, an dem unter anderem Hessen schon mitgewirkt hat. Und dieser Gesetzentwurf sieht vor, auf Arbeitsebene eine Steuer von 5,3% für Poker und 8% für Automatenspiele im Internet
vorzusehen. Man rechnet mit staatlichen Mehreinnahmen von 1,4 Milliarden Euro. Gut, Königsteiner Schlüssel ist jetzt nicht die Riesensumme, aber Kleinvieh macht bekanntermaßen ja auch Mist. Aber bemerkenswert, der Staatsvertrag wird verabschiedet, dann haben wir noch keine Aufsichtsbehörde und schon überlegt man, eine Steuer einzuführen. Also von einem geordneten Verfahren, das alles vernünftig zu regeln, kann ja nun ernsthaft hier keine Rede sein. Und Herr Bauer, dass in Hessen alles so toll geklappt hat, der Innenminister hatte ein Gerichtsverfahren nach dem anderen vor den Verwaltungsgerichten verloren. Also die Gerichtsschelte weise ich jetzt mal an der Stelle von Ihnen zurück, weil das war nicht alles toll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Staatsvertrag, der große Wurf, je mehr ich dann mir den auch noch mal anschaue, auch die Anhörung, es ist eher der krampfhafte Versuch, etwas zu regeln, weil man etwas regeln muss. Und deswegen ist das noch kein großer Wurf. Es gibt ein paar gute Ansätze, aber ich glaube, man hätte tatsächlich an der einen oder anderen Stelle mehr in die Tiefe gehen müssen. Und vor allem hätte man den Länderparlamenten nicht diesen erbärmlichen Zeitdruck aufoktroyieren müssen. Und deswegen ist es schade und deswegen ist die zweite Lesung mehr als notwendig, dritte Lesung mehr als notwendig. Vielen Dank. Ja, danke an Sie, Herr Kollege Rudolph. Nächster Redner ist der Abg. Bernd Vohl für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, meine Damen und Herren Abgeordnete! Der Glücksspielstaatsvertrag läuft Ende Juni diesen Jahres aus, und eine Anschlussregelung ist daher erforderlich. Eine wesentlich neuere Neuerung in diesem Vertrag ist die Legalisierung verschiedener Formen des Online-Glücksspiels. Zur Vorbereitung der zweiten Lesung des vorliegenden Gesetzentwurfs der Landesregierung holte sich der Innenausschuss des Hessischen Landtages die Meinung von Experten ein. Als ich das las, fühlte ich mich so an die Vergangenheit versetzt und erinnert. Ich erinnerte mich nämlich an meine erste Rede zu diesem Glücksspielstaatsvertrag. Erwähnte ich nicht einen Änderungsbedarf, insbesondere um den Spielerschutz sowie die Wettbewerbsbedingungen zu verbessern und den Schwarzmarkt zu kanalisieren, oder dass eine schnellere Handlungsfähigkeit der Aufsichtsbehörde gewährleistet werden muss? Lassen Sie uns doch hierzu die eingegangenen Stellungnahmen der befragten Experten mit ihren Kritikpunkten und meine erste Rede vergleichen. Zum Thema Spielerschutz sagte ich sinngemäß, eine monatliche Deckelung ist absolut sinnvoll und notwendig. Jedoch scheint der Betrag in Höhe von 1.000 Euro eher willkürlich gewählt zu sein. Sie suggerieren damit einem Spielsüchtigen, dass es völlig legitim, gesellschaftlich und auch gesetzlich akzeptiert sei, einen Betrag von bis zu 1.000 Euro monatlich zu verzocken. Diese Ansicht ist auch der Fachverband Glücksspielsucht und gibt zu bedenken, dass das durchschnittliche monatliche Einkommen in Deutschland bei 1.950 Euro liegt, in 2019 unwesentlich höher bei 2.079 Euro. Ebenso kritisiert der Deutsche Sportwettenverband pauschale und willkürliche Begrenzung des Einzahlungslimits, da nicht zwischen individuellen Vermögensunterschieden differenziert wird. Auch die Experten der Bremer Fachstelle Glücksspielsucht, der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen, führen in ihren Stellungnahmen an, dass der angesetzte Betrag viel zu hoch sei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die AfD-Fraktion erzählt hier wirklich keinen Hokuspokus, sondern entzaubert die Traumwelt mit Fakten. Kommen wir nun zum Datenschutz. Hier sprach ich von Grundrechtseinschränkungen beim Speichern von personenbezogenen Daten in den zentralen Dateien und dass dies dem Bürger klar kommuniziert werden muss. Damit die AfD-Fraktion nicht schon wieder als Buhmann dasteht, möchte ich mich auf die Stellungnahme des Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit beziehen. Auch er bezeichnet die Limit-Datei sowie die Aktivitätsdatei als unverhältnismäßigen Eingriff in die Grundrechte der informationellen Selbstbestimmung. Ebenso
bestehen gegen das auf Algorithmen basierende automatisierte System zur Früherkennung von glücksspielgefährdeten Spielern und von Spielsucht erhebliche datenschutzrechtliche Bedenken. Auch der Deutsche Sportwettenverband bezeichnet den Glücksspielstaatsvertrag mit Hinblick auf die Datenspeicherung als höchst bedenklich. Die AfD bleibt dabei. Höchst bedenklich und unverhältnismäßig sind die geplanten Grundrechtseinschränkungen der Landesregierung durch die Hintertür. Nun zur geplanten Einrichtung einer gemeinsamen Glücksspielbehörde. Ich erinnere Sie daran, dass der Vertrag im Sommer dieses Jahres in Kraft treten soll, die Behörde aber selbst frühestens im Januar 2023 ihre Arbeit aufnehmen kann. Das wachsame Auge dieser Behörde ist also erst einmal blind. Blind, meine Damen und Herren, sind aber nicht die befragten Experten. Auch Lotto Hessen kritisiert diesen Missstand und empfiehlt eine länderübergreifende Kräftebündelung, um die Aufsichtsbehörde auf schnellstem Wege einzurichten. Immerhin soll durch diese Behörde das Abwandern in den Schwarzmarkt oder den Spielerschutz gewährleistet werden. Auch der Fachverband Glücksspielsucht sieht das geplante Vorgehen, zuerst Liberalisierung, dann Inbetriebnahme der Aufsichtsbehörde, als nicht vertretbar an. Ich halte daher fest, die AfD-Fraktion hat mit ihrer Kritik wieder einmal, wie so oft, ins Schwarze getroffen. Nun möchte ich zum letzten Punkt meiner Rede kommen, dem Wettbewerb zwischen Spielhallen und Online-Plattformen, der durch ihr beabsichtigte Gesetz weiter befeuert wird. Die Deutsche Automatenwirtschaft und der Hessische Münzautomatenverband monieren zu Recht, Online-Spiele sind mit dem Smartphone nur einen Klick weiter entfernt. Zugleich werden aber klassische Spielhallen mit weiteren Auflagen zugunsten der Online-Anbieter gebeutelt. Der Deutsche Sportwettenverband stellte sogar die Frage, ob die Maßnahmen fiskalpolitisch motiviert wären. Meine Damen und Herren, ist das vielleicht der wahre Grund, weshalb die Landesregierung diesen Staatsvertrag mit allen Mitteln durchdrücken will? Die AfD-Fraktion hat wiederholt auf massive Mängel im angestrebten Glücksspielstaatsvertrag hingewiesen. Auch die angehörten Experten bestätigen die Kritik und gingen teilweise sogar noch weiter. Ich nenne an dieser Stelle beispielhaft die Forderung der Fachstelle Glücksspielsucht nach einem kompletten Werbeverbot. Gleichzeitig fordert die Hessische Landesstelle für Suchtfragen nachhaltigere und effektivere Präventionsmaßnahmen zum Schutze der Bürger und Spieler. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf bleibt im Kern ein gutes Bestreben, aber in der aktuellen Fassung ist er aus Sicht der AfD-Fraktion nicht zustimmungsfähig. Unsere Kritik sowie die Kritik der Experten spricht für sich. Daher fordert die AfD-Fraktion Sie nochmals auf, ignorieren Sie nicht einfach die von Experten aufgezeigten gravierenden Mängel in Ihrem Gesetzentwurf, sondern bessern Sie nach, gerade und vor allem im Hinblick auf den Spielerschutz der hessischen Bürger. In der aktuellen Fassung kann die AfD-Fraktion diesem Gesetzentwurf nicht zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Vohl. Nächster Redner ist der Abgeordnete Hermann Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit Datum vom 3. November 2020 hat uns die Landesregierung den mit allen anderen Bundesländern vereinbarten Glücksspielstaatsvertrag 2021 vorgelegt. Der alte Staatsvertrag läuft am 30. Juni 2021 aus und muss dringend erneuert werden. Dankeschön. Der vorliegende Glücksspielstaatsvertrag 2021 soll das heillose Durcheinander, welches in den letzten Jahren entstanden ist, neu sortieren. Von Beseitigen kann also leider nicht die Rede sein. Ein Durcheinander,
dass insbesondere durch das verstärkte Aufkommen von Online-Glücksspielen und Wetten durch private, oft im Ausland sitzende Unternehmen entstanden ist, aber auch durch den Alleingang beim Glücksspiel durch das Land Schleswig-Holstein auf seinerzeitiges Betreiben der FDP. Bereits am 12. März 2020, Kollege Rudolph hat bereits darauf hingewiesen, hatte sich die Ministerpräsidentenkonferenz, so ist es im Gesetzentwurf auch nachzulesen, auf den vorgelegten Staatsvertrag verständigt. Am 2. November, also erst mehr als 7 Monate später, erhalten wir als Parlament endlich die Regierungsvorlage. Warum hat das so lange gedauert, frage ich. Warum konnte der Staatsvertrag nicht viel früher von der Landesregierung vorgelegt werden? Diese scheinbar nur formalen Fragen bergen aber ein großes inhaltliches Problem in sich, nämlich das Verständnis der Landesregierung zum Umgang mit dem Parlament. Ich kann nur vermuten, dass es der Landesregierung offenbar nicht so wichtig war, in diesem Falle das Parlament frühzeitig zu beteiligen. Handelt es sich doch nur um einen gemeinsam zwischen den Landesregierungen ausgehandelten Staatsvertrag, der im Parlament nur noch durchgewunken werden muss. Änderungen sind von einzelnen Landesparlamenten sowieso nicht möglich, so offenbar die Denke. Wir haben uns im Innenausschuss noch im letzten Jahr zunächst auf eine schriftliche Anhörung von Experten und Verbänden verständigt. Die uns vorliegenden schriftlichen Stellungnahmen kommen zu einer sehr unterschiedlichen Bewertung. Deshalb wollten die Oppositionsfraktionen auch eine mündliche Anhörung durchführen. Es kam, wie es kommen musste. Die Koalitionsfraktionen lehnten eine mündliche Anhörung unter Hinweis auf die geringe Zeit und auf die Unmöglichkeit, dass ein einzelnes Bundesland am Gesamtvertrag Änderungen vornehmen könne, mit ihrer Einstimmenmehrheit ab. Meine Damen und Herren, ein geordnetes Parlamentsverfahren sieht anders aus. Unsere Fraktion sieht im vorgelegten Staatsvertrag durchaus positive Veränderungen, wie die Einbeziehung von Spielhallen in ein Sperrsystem oder die Schaffung einer zentralen Glücksspielbehörde der Länder. Auch die Höchstlimitierung auf 1.000 Euro pro Monat könnte dazu beitragen, Glücksspielsüchtige und ihre Familien vor finanziellen Katastrophen besser zu schützen, auch wenn wir den Betrag als sehr hoch ansehen. Warum nimmt die neue Glücksspielbehörde aber erst zum 01.01.2023, auch das hat Kollege Rudolph angesprochen, also erst 1,5 Jahre später, als der neue Staatsvertrag in Kraft tritt, ihre Arbeit auf? Und was passiert eigentlich in der Zwischenzeit? Diese Fragen und noch weitergehende Forderungen wurden auch von zahlreichen Experten und Verbänden in ihren schriftlichen Stellungnahmen aufgeworfen. Die Hessische Landesstelle für Suchthilfe hat zum Beispiel in ihrer sehr detailreichen, 9 Seiten umfassenden Stellungnahme Folgendes aufgeführt. Zitat: Mit dem Glücksspielstaatsvertrag 21 steht das Land Hessen vor einer großen Herausforderung, da mit der Zustimmung des Landesparlaments die Änderung des Hessischen Glücksspielgesetzes und des Hessischen Spielhallengesetzes verbunden sind. Das müssen wir allerdings noch machen. Das hätten wir auch zusammen machen können. Das war ja auch eine Diskussion. Die Hessische Landesstelle für Suchthilfe begrüßt und würdigt es positiv, dass durch den Glücksspielstaatsvertrag 21 ein einheitlicher Rechtsrahmen geschaffen wird, der mit wenigen Ausnahmen bundesweit ein gleichförmiges, legales Glücksspielangebot bereitstellt. Im Glücksspielstaatsvertrag 21 sind sinnvolle Präventionsmaßnahmen wie ein zentrales, spielformübergreifendes Sperrsystem, § 8, anbieterübergreifendes Einzahlungslimits für Online-Glücksspiele, § 6c, Verhinderung des parallelen Spielens bei mehreren Anbietern, § 6h, Suchtprävention, Suchtberatung und Suchtforschung, § 11, sowie die Durchführung von Testkäufen und Testspielen, § 8, festgeschrieben. Aus suchtfachlicher Hinsicht fehlen jedoch an zentralen Stellen weitere Festschreibungen nachhaltiger und effektiver
Präventionsmaßnahmen zum Schutz von Glücksspielerinnen und Glücksspielern und Jugendlichen. Durch die Marktöffnung und Erweiterung ab 2021, insbesondere durch die Zulassung von Online-Casinos und des virtuellen Automatenspiels, ist eine deutliche Zunahme von Spielanreizen und damit letztendlich der Suchtgefahren zu erwarten. Zitat Ende. Mit dem Staatsvertrag soll auch eine Stärkung des Lotteriemonopols verfolgt werden. Dies soll durch die Regulierung des Online-Casino-Spiels und durch die Aufteilung in Online-Casino-Spielen durch die staatlich konzessionierten Monopolisten und der Automatenspiele durch eine unbegrenzte Zahl von privaten Erlaubnisinhabern erfolgen. Ob dies gelingt und die vielen Milliarden von Spielgeldern dadurch tatsächlich in die richtigen Bahnen gelenkt werden, bleibt offen. Das werden wir erst einige Jahre später nachvollziehen können. Die unbegrenzte Zulassung privater Konkurrenz wird aber den Lottoumsatz noch weiter verringern und damit auch die Anteile für die zivilen, sozialen Einrichtungen und den Sport. Daran können wir kein Interesse haben. Um es klar zu sagen, uns als Linke wäre ein Betreiben von Glücksspielen ausschließlich in öffentlicher Hand am liebsten, weil dadurch die Gewinne ausschließlich dem Allgemeinwohl zur Verfügung gestellt werden könnten und eine direkte Kontrolle möglich wäre. Dem steht aber leider das Wettbewerbsrecht innerhalb der EU gegenüber. Deshalb bleibt meine Fraktion nun nichts anderes mehr übrig, als uns bei der Abstimmung der Stimme zu enthalten. Wir bedauern es sehr, dass die Koalitionsfraktionen keine vertiefende Diskussion mit den Experten mehr zugelassen haben. Echte Demokratie sieht anders aus. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schaus. Nächster Redner ist der Abgeordnete Jürgen Frömmrich für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Das war jetzt nett gemeint, der Zocker. Sehr gut. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, vieles, was hier vorgetragen worden ist, ist auch durchaus nachvollziehbar und ist auch einsichtig. Und die Frage, die uns ja in diesem Kontext immer wieder beschäftigt, ist die Verabschiedung von Staatsverträgen und das Unbefriedigende, was diese Debatte auch in den Parlamenten mit sich bringt. Das kann man beklagen, aber am Ende wollen wir, und das haben ja viele Redner hier auch betont, wollen wir einen einheitlichen Glücksspielmarkt in der Bundesrepublik Deutschland haben. Von daher geht es nur, indem wir Staatsverträge abschließen. Und diese Staatsverträge werden so gemacht, wie sie gemacht werden. Und dann kann man natürlich beklagen, der Kollege Rudolph hat gesagt, es ist nicht der große Wurf. Kollege Bauer hat gesagt, der Staatsvertrag hat die ein oder andere Schwäche. Es ist gesagt worden, dass es ein Durcheinander zum Teil gibt. Ja, das kann man alles beklagen. Aber was ist sozusagen die Schlussfolgerung daraus? Die Schlussfolgerung daraus kann im Prinzip nur sein, und das ist bei Staatsverträgen so, dass wir sagen, ja, wir stimmen dem Staatsvertrag zu oder nein, wir stimmen dem Staatsvertrag nicht zu. Und von daher glaube ich, dass das, was wir hier in dem Staatsvertrag haben, und das ist ja von vielen Kolleginnen und Kollegen auch unterstrichen worden, im Großen und Ganzen ist es eine Verbesserung zu dem, was wir zurzeit am Glücksspielmarkt in Deutschland haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage, dass es keine Änderungen gibt, das ist bedauerlich, aber wir müssen sehen, dass wir einen regulierten Markt bekommen. Und all die Einwände, die auch gemacht worden sind, und das, was auch sehr fachlich in den Stellungnahmen vorgetragen worden ist, gerade auch von denen, die sich mit Sucht und Suchtprävention beschäftigen, all das nehmen wir natürlich zur Kenntnis. Aber was ist denn die Schlussfolgerung daraus, wenn man die so zieht, wie sie hier zum Teil gesagt worden ist? Wenn wir keinen regulierten Markt haben, wenn wir diesen Staatsvertrag nicht umsetzen, haben wir weiterhin einen
relativ großen illegalen Markt, bei dem das alles, was da gefordert wird, nicht stattfindet. Da findet kein Spielerschutz statt im illegalen Markt. Da findet kein Jugendschutz statt. Da findet keine Prüfung der jeweiligen Unternehmen statt, die am Markt sind. Da gibt es keine Aufsichtsbehörde. Da gibt es keine Sperrdatei. Da gibt es keine Prävention oder Suchtpräventionsangebote. Das findet alles nicht statt. Und wenn man das eine gegen das andere stellt, muss man doch sagen, ja, so ein Staatsvertrag hat durchaus seine Schwächen, aber das, was wir hier gerade diskutieren und was in diesem Staatsvertrag hinterlegt ist, ist alles besser als das, was wir zurzeit haben. Einen illegalen Markt, der Blüten treibt, die man nicht beschreiben kann und der all diese Dinge, die wir hier hinterlegt haben, eben nicht hat. Und deswegen sagen wir ja, deswegen stimmen wir diesem Staatsvertrag zu, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und nun kann man natürlich bemängeln, dass wenn das ein oder andere anders machen möchte. Aber ich will mal daran erinnern, 16 Bundesländer waren an diesem Staatsvertrag beteiligt. 16 MinisterpräsidentInnen haben über diesen Staatsvertrag diskutiert. 7 von der CDU, 6 von der SPD, einer von der CSU, einer von den Grünen, einer von den Linken haben diesen Staatsvertrag ja gemeinsam miteinander verabredet und verabschiedet. Und von daher glaube ich, dass auch eine Diskussion mit den Anzuhörenden nicht dazu geführt hätte, dass wir hier im Parlament dazu kommen, dass wir sagen, so, wir machen es jetzt ganz anders und wir ändern diesen Staatsvertrag. Das ist alles nicht besonders erfreulich, aber es geht nicht anders. Und Staatsverträge sind in unserem föderalen System eben notwendig, damit wir in der Bundesrepublik Deutschland einen gemeinsamen Markt darstellen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Regulierter Markt, ich will es noch einmal unterstreichen, ist unbedingt notwendig, um gerade auch den illegalen Spielbetrieb einzuschränken. Und das, was ja hier zum Teil auch zwischen den Zeilen gesagt worden ist, Kollege Rudolph hat es gesagt, warum haben wir denn den einen oder anderen Prozess auch in dem Bereich verloren? Ja, weil genau das gemacht worden ist, wovor das Land Hessen immer gewarnt hat. Das war zum Beispiel die Frage auf die Begrenzung der Konzessionen. Wir haben von Anfang an gesagt, die Begrenzung der Konzessionen auf 20 wird dazu führen, dass der 21. klagt. Und genau das ist passiert, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und warum können wir den Wildwuchs, den es gegeben hat, auch nicht mit repressiven Mitteln bekämpfen, weil wir keine vernünftige Rechtsgrundlage haben, um diese Bekämpfung vornehmen zu können. Und dieser Staatsvertrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt uns die Möglichkeit, rechtsverbindliche Regelungen zu schaffen. Wir gehen dann her und machen das Glücksspielgesetz für Hessen, was Regelungen schafft. Wir gehen hin und das Spielhallengesetz wird neu aufgelegt. Dann werden wir einen Glücksspielmarkt haben, der eine gemeinsame Regulierung hat. Und das ist das Ziel dieses Staatsvertrags. Und das ist, glaube ich, etwas, was das Positive ist an dem Prozess. Und deswegen werden wir diesem Staatsvertrag auch unsere Zustimmung geben. Und ich bitte Sie, bei all dem, was Sie an Einwänden vortragen können, bitte mitzuarbeiten daran, dass wir einen gemeinsamen und gut regulierten Markt für dieses Spiel in der Bundesrepublik Deutschland bekommen. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Nächster Redner ist der Abgeordnete Müller für die Freien Demokraten. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Herr Frömmrich, wenn Sie uns auffordern, daran mitzuarbeiten, dass es einen guten Glücksspielstaatsvertrag gibt, dann lassen Sie uns doch wenigstens mal eine Anhörung machen, eine mündliche, meine Güte. Sie fordern uns auf, mitzumachen, und dann lehnen Sie einen Antrag von uns, mit dem wir uns inhaltlich damit befassen wollen, ab und sagen, ihr dürft nicht mal eine mündliche Anhörung machen, weil es nichts bringt. Das passt nun ganz und gar nicht zusammen. Das ist vielleicht grüne Ideologie und Denkweise, aber das hat doch mit der Realität nichts mehr zu tun, lieber Herr Frömmrich. Und ich glaube, wenn wir hier im Hessischen Landtag uns Parlamentsrechte ernst nehmen, dann müssen wir auch anfangen, Staatsverträge anders zu diskutieren. Dann können wir nicht in die Diskussion einsteigen mit dem Hinweis, wir müssen am Ende ja zustimmen, also können wir uns das Ganze auch sparen.
dann können wir uns künftig auch die Aussprache dazu sparen, und dann brauchen wir auch keine schriftliche Anhörung mehr machen. Dann bringen wir die ein, erste Lesung, zweite Lesung durch und weg, weil wir können ja eh nichts ändern. Aber das ist doch nicht der Anspruch. Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern im Land, gerade auch bei diesem Thema, weil es relevant ist, weil es um Suchtgefahren und um Risiken auch für die Menschen geht. Und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen, meine Damen und Herren. Und ehrlich gesagt, hätte die schriftliche Anhörung, nein, haben wir eben noch nicht hinreichend gemacht, Wir haben doch einen ganzen Haufen Probleme, die aufgezeigt wurden in den schriftlichen Anhörungsunterlagen. Und da gibt es eine ganze Vielzahl an Punkten, wo man hätte nachbauen müssen. Früher hätten sich sogar die Grünen um so ein Thema wie Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung gekümmert. Ich habe eben zugehört und gewartet, dass es Herr Frömmrich mal anspricht für die Grünen. Nicht ein Wort zu diesem Thema, wozu der Thüringer und der hessische Datenschutzbeauftragte ausdrücklich sagen, dass hier ein Riesenproblem vorliegt, dass das rechtswidrig ist, was dort gemacht wird. Nichts dazu. Kein einziger Mucks. Und da sagen Sie, wir haben uns doch mit beschäftigt. Ja, wir müssen ja am Ende zustimmen. Aber meine Damen und Herren, so können wir doch hier nicht arbeiten, wenn wir ernsthaft die Interessen der Bürgerinnen in diesem Land vertreten wollen. Ich stimme ja mit Ihnen überein, und das tun wir, glaube ich, ziemlich alle, dass es richtig ist, den Online-Markt hier zu regulieren und hier einen Wettbewerb zu schaffen, der auch Regeln unterliegt. Das ist das sinnvolle Ziel dieses Staatsvertrags. Nur so, wie es gemacht wird, prophezeie ich, dass der illegale Markt in Zukunft nicht wesentlich kleiner werden wird. Weil das, was Sie hier aufgebaut haben in dem Rundfunkstaatsvertrag mit drei Dateien, die ohne dass man so genau weiß, was mit den Daten passiert, aber im Endeffekt dazu führen, dass man einen gläsernen Spieler schafft mit einem Spielerlimit von 1.000 Euro, das dazu führt, dass gerade diejenigen, die suchtgefährdet sind und die krank sind, eben den Weg in die Illegalität suchen werden. Weil sie sagen werden, wenn ich jetzt nicht mehr offiziell spielen darf, dann suche ich mir eben andere Wege. Und das ist das Risiko. Und diese Punkte müssten wir ansprechen. Und wenn ich das sehe, dass dazu eben auch nichts gesagt wurde, dann frage ich mich wirklich, ob das wirklich tief genug diskutiert wurde und ob wir damit unserer Aufgabe und Verantwortung gerecht werden, meine Damen und Herren. Ich glaube, dass wir uns mit der Anhörung intensiver beschäftigen sollten. Ich will nur mal ein paar Beispiele, einiges wurde auch schon angesprochen, aber der Landessportbund kritisiert, dass eben die Regulierung des Sportmarkts vom organisierten Sport schon lange gefordert wird, dass die finanzielle Beteiligung an den Erlösen im Glücksspielstaatsvertrag berücksichtigt wird, ist nicht der Fall. Auch die ausdrückliche Erwähnung und Festschreibung des Sportbeirats im neuen Staatsvertrag hätte man sich gewünscht, hätte ich gerne auch noch mal mit denen besprochen, wie sie sich vorgestellt hätten. Dürfen wir nicht fragen, dürfen wir nicht weiter zu einsteigen. Ja, ich weiß, wir könnten es ja eh nicht ändern. Aber wenn wir das Verständnis haben als Abgeordnete, dass wir eh nichts ändern können, dann müssen wir uns mal wirklich grundsätzlich die Frage stellen, wie wir damit in Zukunft umgehen wollen. Und ich glaube, dass wir hier auch, und das haben die Sachsen-Anhalter Kollegen von der CDU gezeigt, an anderer Stelle, man kann es auch anders machen. Und es würde noch nicht mal dazu führen, dass der Glücksspielstaatsvertrag nicht in Kraft tritt. Es sind nur 13 notwendig. Ja, ich kenne die ganzen Hintergründe und weiß, was für Auswirkungen das auf Lotto hätte und so weiter und so fort. Gar keine Frage. Also ich bin im Thema durchaus drin. Ich weiß um die Bedeutung eines einheitlichen Vertrages möglichst in ganz Deutschland. Aber dennoch müssen wir doch bereit sein, zumindest die Probleme aufzuzeigen. Und wenn sie uns dann am Ende so groß erscheinen, dann muss man noch überlegen, ob man den Weg geht und hier noch versucht, Änderungen und für Hessen eine bessere Regelung herbeizuführen. Wenn ich jetzt zum Datenschutzbeauftragten komme, der eben die drei Dateien, Limit-Datei, Aktivität-Datei und Sperr-Datei angesprochen hat und sagt, das ist ein unverhältnismäßiger Eingriff in das Grundrecht der Spieler auf informationelle Selbstbestimmung, dann kann ich das doch nicht einfach nebenan liegen lassen und sagen, interessiert mich nicht. Wenn er darüber hinaus sagt, dass das auf Algorithmen automatisiertes System zur Früherkennung von Glücksspielgefährdung so nicht vertretbar ist, dann ist auch das etwas, mit dem man sich beschäftigen muss. Der Kollege aus Thüringen ist da noch deutlicher und bringt es noch härter auf den Punkt, spricht aber ähnliche Themen an. Die Automatenwirtschaft und Münzverband thematisieren das Thema Mindestabstand, was in der Tat im Zusammenhang mit dem Online-Spiel interessant ist, wenn ich sage, wir brauchen zwischen einzelnen Spielautomaten entsprechenden Abstand, aber im Netz kann ich online spielen ohne diesen Abstand. Macht das alles Sinn? Damit hätten wir uns beschäftigen können. Ja, das kommt auch künftig im Spielhallengesetz und so weiter. Aber da hätten wir jetzt in der Anhörung schon die ersten Erkenntnisse sammeln können, aber es wird verwehrt. Der Sportfettenverband kritisiert den überkomplexen und starren Regulierungsrahmen, Inkohärenz und Unionsrechtswidrigkeit der Regulierung, datenschutzrechtlich höchst bedenkliche Datenbankprojekte und so weiter und so fort. Meine Damen und Herren,
Lotto Hessen. Ich mache einfach weiter, weil Anhörung war ja scheinbar mündlich nicht mehr erforderlich. Regulatorische Verschlechterungen bei gemeinwohlorientierten Lotterien. Neuartige zusätzliche Verschärfungen, die allein die staatlichen Lotteriegesellschaften hart treffen würden. Da geht es um eine Größenordnung von 50 Millionen Euro, die Lotterieumsatz in Hessen verloren gehen könnten. Ein tatsächlich erheblicher Betrag, auch relevant für das Land Hessen. Damit würde ich mich gerne noch einmal intensiver beschäftigen und auch da noch einmal nachhaken, was damit verbunden ist. Auch der Online-Casino-Verband kritisiert das regulatorische Rahmenwerk, das eben schon fast kein Rahmenwerk mehr ist, sondern vielmehr in vielen Fällen im Einzelfall determiniert, wie gehandelt werden muss. All das sind Punkte, mit denen wir uns auseinandersetzen müssten. Die Glücksspielbehörde in Sachsen-Anhalt, die anderthalb Jahre nach Inkrafttreten des Staatsvertrages überhaupt erst eingerichtet werden soll, ist mehrfach angesprochen worden. Wer kümmert sich gerade um die datenschutzrechtlichen Fragen? All das sind Punkte, die bis jetzt nicht geklärt sind. Da haben wir keine Antwort drauf bekommen. Auch nicht in der Aussprache im Ausschuss. Und deswegen, meine Damen und Herren, hätte ich in der Tat auch große Lust gehabt, die dritte Lesung zu beantragen. Ich habe nur, lieber Günther Rudolph, die große Befürchtung, dass das CDU und Grüne nicht jucken wird. Ja, wir werden nachher eine Ausschusssitzung machen und wir werden am Donnerstag das ganze Thema noch mal beschließen und besprechen. Aber dann wird es doch einfach so verabschiedet, obwohl, und das muss ich sagen, ärgert mich dann schon, der Zeitdruck, der aufgebaut wurde, mit dem Argument, es müsste am 31. März ratifiziert sein, ist schlicht falsch. Das steht so im Vorblatt, das stimmt. Aber wenn man sich den Staatsvertrag durchliest, ist in § 35 klar formuliert 30. April. Das heißt, wir hätten locker noch einen ganzen Monat mehr Zeit gehabt. Und in der Ausschusssitzung Zeitdruck aufzubauen, nach dem Motto, es muss Ende März aber alles durch sein und mit 6. Februar wird ja knapp, wenn tatsächlich aber einen ganzen Monat mehr Zeit ist, dann können wir ehrlich gesagt auch heute Abend noch eine mündliche Anhörung beschließen, die durchführen und dann im Märzplenum auch in der dritten Lesung dieses Gesetz beschließen, meine Damen und Herren. Also da hätten wir wirklich selbst jetzt noch, obwohl wir einige Wochen verloren haben, alle Zeit der Welt. Und deswegen bitte, auch wenn der Minister Sie von CDU und Grünen darum bittet, dass es jetzt einfach schnell beschlossen wird, haben Sie doch den Stolz, wenn es Fragestellungen gibt, und die gibt es, das haben jetzt hier alle Redner der Opposition gesagt und selbst die Sprecher von CDU und Grünen haben darauf hingewiesen, dass es an einzelnen Stellen Probleme gibt, dann lassen Sie uns doch damit auch bitte beschäftigen. Vielleicht denken Sie darüber nach, Sie haben noch 10 Minuten Zeit, der Innenminister kommt noch, danach geht es in den Ausschuss. Ich habe nicht allzu große Hoffnung, aber trotzdem, es wäre, glaube ich, angebracht, wenn wir uns hier noch mal intensiver mit beschäftigen würden. Die Zielrichtung teilen wir, die Ausführung des Staatsvertrages ist aber nicht so gut gelungen und deswegen werden wir diesem Staatsvertrag in der Form sicherlich auch nicht zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Ich darf für die Landesregierung Herrn Staatsminister Beuth das Wort erteilen. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich bin schon einigermaßen beeindruckt, dass die Oppositionsabgeordneten, die ja alle mit Glücksspielfragen sozusagen als Fachsprecher hier befasst sind, die Debatte hier so darstellen, als wenn der Glücksspielstaatsvertrag, der im letzten Jahr ausgehandelt worden wäre, irgendeine Geheimwissenschaft gewesen wäre. Das ist alles öffentlich in öffentlichen Debatten gelaufen. Und es ist mitnichten sozusagen so, dass Sie von diesem Glücksspielstaatsvertrag in irgendeiner Form überrascht worden wären, meine Damen und Herren. Ich will auch dazu sagen, das, was die Oppositionsabgeordneten hier vorgetragen haben, steht sich in manchen Teilen diametral gegenüber. Der eine, der betont die besonderen Freiheitsrechte der Spielerinnen und Spieler, und der andere, der erklärt, dass man um Gottes Willen den Spielerinnen und Spielern nicht so viele Freiheitsrechte übertragen soll. Auch das will ich hier noch einmal deutlich machen, aber ich mache es deswegen vor allen Dingen deutlich, weil man daran erkennen kann, welche Herkulesarbeit dort in dem Ländergremium, in der Ministerpräsidentenkonferenz bewältigt werden musste, einen Glücksspielstaatsvertrag auf die Reihe zu bringen, wo sich die Einschätzungen zum Glücksspiel an vielen Stellen wirklich diametral gegenüberstehen. Gleichwohl bin ich sehr dankbar und sehr glücklich, dass es gelungen ist, diesen Glücksspielstaatsvertrag auf die Reihe zu bringen mit den 16 Bundesländern. Wesentliche Ziele und wesentliche Überlegungen, die wir hier im Hessischen Landtag immer wieder auch vorgetragen haben seitens der Koalitionsfraktionen, finden sich in diesem Glücksspielstaatsvertrag wieder. Und deswegen sage ich, es ist ein am Ende nicht unglaublich tolles Werk. Es ist ein erträgliches, ein gutes Werk, um am Ende den Glücksspielmarkt in Deutschland gut zu sortieren. Und deswegen würde ich Sie bitten, dem auch zuzustimmen, meine Damen und Herren.
wesentlich getrieben von der Anerkennung der Wirklichkeit, nämlich dass wir einen Online-Markt haben, den wir in einen legalen Bereich überführen müssen, getrieben von der Überlegung, dass die Qualität der Angebote von einer besonderen Bedeutung ist. Das steht in dem Glücksspielstaatsvertrag so verankert drin. Wir wollten ein Erlaubnismodell erreichen, das es ermöglicht, dass wir virtuelle Automatenspiele, Online-Poker dann eben legalisiert über den Erlaubnisweg den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung stellen, wie wir das bei den Sportwetten im Übrigen auch schon hingebracht haben. Und gerade wenn man sich das virtuelle Automatenspiel und Online-Poker anschaut, dann sind wir hier bei Spielumsätzen in der Größenordnung von ca. knapp unter 30 Milliarden Euro. Und ich glaube, das ist aller Mühen wert, diese Spieleinsätze aus dem Schwarzmarkt heraus in den legalen Markt zu überführen. Und es ist auch richtig, dass es dann besteuert wird, Herr Kollege Rudolph, damit wir am Ende sozusagen auch als Staat einen Ertrag davon haben, was eben in diesem Spielbereich erfolgt. Ich will noch einmal betonen, wir haben mit dem Glücksspielstaatsvertrag die Stärkung des Spielerschutzes erreicht. Hier ist die spielformübergreifende Spielersperrdatei OASIS bereits angesprochen worden, die bei uns in unserem Lande erfunden, programmiert wurde, die am Ende allen zur Verfügung stehen wird hinterher und die spielformbezogen dann eben dafür Sorge tragen wird, dass wir anbieterübergreifend die Wirkung des Spielerschutzes mit dieser Sperrdatei noch weiter besser verwirklichen können. Also im Sinne der Spielerinnen und Spieler ist dieser Staatsvertrag so aufgebaut, wie er aufgebaut wurde. Wir haben unter dem Gesichtspunkt des Spielerschutzes mit dafür gesorgt in diesem Glücksspielstaatsvertrag, dass gerade bei den Online-Spielen ein automatisiertes System zur Früherkennung von glücksspielsuchtgefährdeten Spielern implementiert wird, eingebaut wird. Wir haben dafür gesorgt, dass wir unter dem Gesichtspunkt des Spielerschutzes die Auswertung der Spielerdaten über einen bundesweiten Safe-Server erreichen, der dafür sorgt, dass wir den Spielerschutz einmal das vor Manipulationen entsprechend sichern können, aber eben auch, dass wir IT-Systeme dann am Ende überprüfen können, die das Spiel auch anbieten. Wir haben eine Kanalisierung in dem Glücksspielstaatsvertrag jetzt erreicht oder werden wir erreichen, der an vielen Stellen, wo die Wettangebote im Moment noch nicht so sind, wie der Markt sie im Grunde genommen bedarf, die werden im Glücksspielstaatsvertrag nunmehr ermöglicht. Ich nenne das Beispiel Live-Wetten, um hier mal ein Beispiel sozusagen bei den legalen Wettangeboten in Zukunft herausgegriffen zu haben. Wir hatten uns die ganze Zeit dafür eingesetzt, dass es eine öffentlich-rechtliche Anstalt gibt, die dafür sorgt, dass wir mit einer einheitlichen Glücksspielphilosophie dann die einzelnen Glücksspielbereiche und den Glücksspielmarkt auch bewerten. Ich räume ein, dass ich ein bisschen unglücklich darüber bin, dass wir diese Anstalt nicht in Hessen etablieren konnten, sondern dass sie nach Sachsen-Anhalt gegangen ist, weil ich glaube, dass wir profunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, kenntnisreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt hätten, die das hervorragend hätten machen können. Aber mit dieser Anstalt ist es gelungen, dass wir dann eben eins von allen Ländern getragenes System haben, was den Markt dann unter glücksspielrechtlichen Gesichtspunkten dann eben auch bearbeitet. Und diese Aufgabe, die wird in der Tat ab einem gewissen Zeitpunkt von der Anstalt erst übernommen. Und in der Übergangsphase wird es so sein, dass die bisher zuständigen Behörden die entsprechenden Aufgaben wahrnehmen. Oder bei den illegalen Angeboten, Herr Kollege Rudolph, wird es in Sachsen-Anhalt das Innenministerium so lange übernehmen, bis die entsprechende Behörde dann eben auch errichtet ist. Meine Damen und Herren, wir haben diesen Glücksspielstaatsvertrag noch umzusetzen. Wir können an einem Staatsvertrag keine Änderungen hier im Hessischen Landtag vornehmen.
Wir können aber auf Basis dieses Staatsvertrages, den man annehmen kann oder ablehnen kann, ich plädiere dafür, ihn anzunehmen, auf dieser Basis werden wir unser hessisches Glücksspielrecht in den nächsten Monaten verändern müssen. Das wissen Sie, dass wir dies tun werden. Und dort wird großer Raum und viel Raum dafür sein, dass wir uns über viele Details auch auseinandersetzen können in einem Bereich, den wir halt eben auch selbst dann gestalten können, wo wir auf Basis des Glücksspielstaatsvertrages selbst das Glücksspielrecht dann eben in Hessen gestalten können. Ich glaube, dass wir unsere Zeit dort gut investieren werden. Ich räume ein nach vielen, vielen Diskussionen, seit ich zumindest seit 2014 eine gewisse Genugtuung darüber zu erfahren, dass es gelungen ist, diesen Glücksspielstaatsvertrag auf den Weg zu bekommen, dass er viele, viele Punkte von denen, die uns wichtig waren, dass die dort aufgenommen worden sind, nicht alle, aber im Wege eines Kompromisses bei 16 Bundesländern, ich habe es gerade skizziert, schon alleine hier im Hessischen Landtag stehen sich die einzelnen Oppositionsfraktionen diametral in der Frage gegenüber, was Glücksspiel in unserem Lande bedeuten soll. Deswegen ist es eine wirklich große Leistung, dass das auf Basis vieler, vieler Vorschläge aus Hessen gelungen ist. Dafür bin ich allen Beteiligten, nicht zuletzt unserem Ministerpräsidenten, dankbar. Insofern freue ich mich darauf, wenn Sie diesem Glücksspielstaatsvertrag zustimmen wollen. Und natürlich freue ich mich darauf, dass wir auf dieser Basis dann in den nächsten Monaten noch sehr weitreichend über das Glücksspielrecht in Hessen, aber dann auf Basis des hessischen Gesetzes diskutieren können. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Wir sind damit am Ende der Aussprache angelangt. Es ist gemäß § 12 Absatz 2 Nummer 3 unserer Geschäftsordnung die dritte Lesung durch die Fraktion der Sozialdemokraten beantragt. Das heißt, wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der dritten Lesung an den Innenausschuss. Und der hat die Freude, heute Abend in Raum 501a im Anschluss an die Plenarsitzung zu tagen.